Als Nächster spricht für die Fraktion der Freien Demokraten der Fraktionsvorsitzende, Herr Kollege René Rock. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Herr Ministerpräsident, ich finde den Ton, den Sie angeschlagen haben, auch gegenüber uns, verbindlich und angenehm. Sie haben hier ausgeführt, zu Recht, dass Sie respektieren, wenn eine Fraktion oder ein Verhandlungspartner entscheidet, es reicht nicht für eine Regierungsbildung, dass Sie das respektieren, dass er dann diese Gespräche auch für beendet erklärt. Was Sie aber nicht machen können, Herr Ministerpräsident, das ist nämlich in einer verbindlichen, freundlichen Art genauso ein Nachtreten, wie es die GRÜNEN in Berlin in einer anderen Tonlage machen. Sie können sich doch nicht hier hinstellen und sagen, wir waren ja eigentlich durch mit den Verhandlungen, es hat alles geklappt, und wir verstehen nicht, warum Sie weggelaufen sind. Weil Sie müssten dann auch hier genau sagen, wie Sie den Familiennachzug mit den GRÜNEN geregelt haben. Sie müssten hier einmal ganz genau sagen, über welche Stückchen sind denn die GRÜNEN gesprungen. Sie waren doch dabei. Was haben Sie denn nachgegeben? Wenn Sie hier so auftreten und uns im Endeffekt genau so versuchen, in der Ecke zu stellen, wie es andere sehr viel unfreundlicher machen, dann müssen Sie auch ganz genau erklären, was denn hier verhandelt war. Weil das, was ich erfahren habe in unseren Parteigremien, das, was ich transportiert bekommen habe, war genau nicht das, was Sie hier vorgetragen haben. Und darum ist das, was Sie hier gemacht haben, für uns genauso nicht zu akzeptieren wie das, was GRÜNE in Berlin machen. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Und die Wahrheit muss man eben dann auch hier konkret vortragen. Und ich will das noch einmal deutlich machen. Ich bin bei Ihnen. Wir müssen daran arbeiten, dass wir kompromissbereit und regierungsbereit sind. Vielleicht stellt sich in wenigen Monaten in Hessen eine ähnliche Frage. Das ist uns doch alle hier im Parlament klar. Und darum müssen wir alles unterlassen, was Gräben zieht. Und wenn Sie uns jetzt wieder zwingen, deutlich zu machen, dass es ganz anders war, und Sie zwingen Christian Lindner und die Freien Demokraten in Berlin immer wieder dann aus diesen eigentlich vertraulichen Gesprächen zu zitieren, weil Sie uns in der Ecke stellen, hören Sie doch damit auf. Respektieren Sie. Bleiben Sie beim ersten Teil Ihrer Aussage. Das macht Sie sympathisch, dass Sie das respektieren, was am Ende kam. Aber lassen Sie den zweiten Teil weg. Sie zwingen uns, Gräben im Endeffekt auszuheben, weil wir müssen uns dann rechtfertigen und müssen deutlich sagen, wie es aus unserer Sicht war. Das ist nicht zielführend, Herr Ministerpräsident. Wenn Sie das Ziel haben, was Sie hier vorgetragen haben, davon gehe ich aus. Und der zweite Teil, der in Ihrer Rede noch einmal so deutlich geworden ist, Herr Ministerpräsident, für alle sichtbar, für jeden Bürger, der hier oben sitzt, sichtbar, ist einfach, dass wir mit einer anderen Grundhaltung in diese Gespräche gegangen sind. Und ich will es Ihnen deutlich machen. Sie haben hier vorgestellt, man muss doch kompromissfähig sein. Man muss doch politisch beweglich sein. Man muss doch eine Lösung finden und einen Ausgleich. Aber doch nicht der Kompromiss als Selbstzweck. Der Kompromiss muss doch einem Zweck dienen, einem Ziel, einer gemeinsamen Idee, einem Bild, das man für Deutschland hat, wo man es hinentwickeln will. Und nichts von dem ist in diesen Jamaika-Gesprächen deutlich geworden. Kein Bild von Deutschland, das diese Parteien gemeinsam hätten vorantreiben können. Und dann ist ein Kompromiss Selbstzweck, Machterhalt und Pöstchenverteilerei. Das haben wir halt nicht mitgemacht. Und lieber Ministerpräsident Bouffier, wenn wir, und das möchten wir gerne, nach einem intensiven Wahlkampf, wo die Ideen gegeneinander gestellt worden sind, nach der Kompromisslinie suchen, wie wir Hessen weiterentwickeln können, dann braucht das eine Idee, dann braucht das ein Bild. Wir sind fest davon überzeugt, dass die Gerechtigkeitsfrage des 21. Jahrhunderts die Bildungsfrage ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass Teilhabe an Bildung, Aufstiegschancen, dass das eine ganz zentrale Frage ist, der wir uns hier auch stellen müssen. Und gerade wir Landtage sind dafür verantwortlich. Das sind Bilder, die für uns wichtig sind und Ideen.
Und wer mit uns am Ende an ein Ziel kommen will, muss sich diesen Fragen und einer Idee stellen und die mit uns gemeinsam vorantreiben wollen. Das ist mein Hinweis für die nächste Zeit. Und, lieber Volker Bouffier, an einer Stelle haben Sie mich heute erschüttert. Das muss ich wirklich sagen. Ich bin wirklich erschüttert von Ihrem Bild einer parlamentarischen Demokratie. Ich bin erschüttert, wirklich. Wie kann man sich hier hinstellen als Vertreter einer Landesregierung und ein Parlament in dieser Weise respektlos darstellen, als wären wir nicht in der Lage, unseren verfassungsmäßigen Verpflichtungen nachzukommen, als wären wir darauf angewiesen, dass Sie uns die Gesetze aufschreiben und wir nur noch in der Lage wären, die Hand zu heben. Der Deutsche Bundestag ist dazu gewählt, diese Gesetze zu machen. Der Deutsche Bundestag und auch der Hessische Landtag gibt Ihnen ein Budget, gibt Ihnen Geldmittel, im Rahmen dessen Sie als Regierung handeln können. Und natürlich können Sie die tagespolitischen Probleme aus diesen Budgets, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, und die auch weitreichende Möglichkeiten bieten, Budgets ein bisschen hoch und runter zu machen. Natürlich können Sie tagespolitische Probleme lösen. Wie stellen Sie denn unsere Demokratie dar? Und das bestärkt mich an meiner festen Überzeugung, dass wir auch darüber reden müssen, wie verstehen wir uns als Parlament selbst? Wie ist unser Verhältnis zu einer Regierung? Wie ist denn Ihr Verhältnis zur Verantwortung für Deutschland? Und ich sage Ihnen, Herr Bellino, mir ist heute noch einmal deutlich geworden, wie wichtig diese Forderung von uns ist. Zwei Legislaturperioden sind in einem so wichtigen, machtvollen Amt genug, weil man denn scheinbar sonst das Verhältnis zwischen Regierung und Parlament nicht mehr so begreift, wie ich es begreife, Herr Bouffier. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich glaube es nicht. Dieser Hessische Landtag ist von den hessischen Bürgerinnen und Bürgern gewählt und hat verfassungsmäßige Aufgaben. Und Sie als Ministerpräsident sind von diesem Hessischen Landtag gewählt. Und dieser Hessische Landtag gibt Ihnen das Budget, der gibt Ihnen den Rückhalt und er gibt Ihnen die Gesetze, auf deren Grundlage Sie dieses Land in dem Sinne dieses Landtags und damit im Sinne dieses Volkes Hessen regieren. Vergessen Sie das bitte nicht. Und bitte behandeln Sie diesen Hessischen Landtag mit mehr Respekt. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Ministerpräsident Bouffier. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, lieber Kollege Rock! Die Kollegen sind in Sorge, dass die Tagesordnung jetzt völlig durcheinander gerät. Aber ich habe mir das aufgeschrieben. Sie haben gesagt, bleiben Sie bei der Wahrheit. Ich will gleich das Ergebnis vorwegnehmen. Ich habe den Eindruck, Sie haben das vielleicht missverstanden, damit wir da nicht unnötig auseinander geraten. Sie haben wörtlich ausgeführt, was mir berichtet wurde. Der Unterschied zwischen mir und Ihnen ist der, ich war dabei. Ich brauche keinen, der mir etwas berichtet. Die Frage, die Sie eben aufgeworfen haben, was waren die vier Partner bereit, bei der Frage des Familiennachzugs des subsidiär Geschützten zu machen, die habe ich verhandelt. Und verhandeln kann man nur, wenn man Vertrauen hat, Vertrauen von allen Vieren. Und Sie sind lang genug in der politischen Arena, um zu wissen, dass wenn vier Parteien um eine solche Frage ringen, die für alle eine große Bedeutung hat, dass man dem Verhandlungsführer sagt, ich könnte mir vorstellen, vielleicht da. Können Sie einmal die anderen fragen, ob die mitgehen würden? Weil man möchte ja auch nicht, dass man dann vielleicht eine Position preisgibt, die man nie mehr wieder einholt. Insbesondere nach diesen katastrophalen Erfahrungen, dass man ja ständig erleben musste, dass einer, der vielleicht ein Angebot machte im vertrauten Bereich, anschließend lesen konnte, was auf dpa wieder irgendjemand getwittert hat, um sich wichtig zu machen. Ich habe eine andere Aufgabenwahrnehmung. Genau das habe ich nicht gemacht.
Und deshalb, ich muss deshalb mich sehr deutlich äußern. Selbstverständlich habe ich diesem Haus die Wahrheit vorgetragen. Und ich mache Ihnen ein Angebot. Ich werde Ihnen nicht berichten, was ich mit den Einzelnen besprochen habe. Ich habe verschiedenste Entwürfe von jeder Gruppe schriftlich, und ich werde die nicht veröffentlichen. Aber ich biete Ihnen an, fragen Sie einmal Ihren Bundesparteivorsitzenden Christian Lindner, und ob es richtig ist, dass am Sonntagabend irgendwann, weiß nicht mehr genau, 20, 21 Uhr, wir ein langes Vier-Augen-Gespräch geführt haben. Und er von mir persönlich einen Vorschlag bekommen hat, wie man das lösen kann. Fragen Sie ihn. Und genauso war es. Und ich schätze Herrn Lindner, und ich bin sicher, wenn Sie ihn fragen, ob es dieses Gespräch und diesen Umstand gegeben hat, er wird es nicht bestreiten. Und deshalb, meine Damen und Herren, bei allem Spaß am Diskutieren und auch der Verlockung, wir gehen ja auch auf Wahlen zu, und jeder muss doch mal gucken, wie er seine Position beschreibt. Und es könnte ja sein, mit Verlaub, ich rede immer und werbe für die absolute Mehrheit der CDU, aber es kann ja sein, es klappt nicht. Das könnte bei der FDP auch passieren. Und bei der SPD und den Grünen könnte passieren. Also muss man sich die Frage stellen, man sieht sich im Leben immer zweimal. Und das ist die zweite Bemerkung. Lieber Herr Kollege Rock, mein Respekt vor diesem Haus und mein Verständnis. Ich war länger Oppositionsabgeordneter als die meisten hier. Ich weiß, wie das ist in der Opposition. Und ich habe nun lange die Freude, Regierungsverantwortung zu tragen. Aber ich will da keinen Zweifel lassen. Vielleicht müssen wir es gelegentlich deutlicher machen. Ich habe mich zu bedanken gehabt bei der Fraktion der Freien Demokraten und meiner eigenen Fraktion, dass Sie mich zum Ministerpräsidenten gewählt haben. Auch Sie in Person, und ich habe mich sehr dafür bedankt. Und das konnten Sie nur, wenn Sie mir vertrauen. Ich hatte nie einen Zweifel, dass dieses Vertrauen auch zwischen uns wechselweise, wenn wir teilweise politisch unterschiedliche Ansichten haben, in dieser Grundfrage, wie Parlament und Regierung miteinander umgehen, nie gestört war. Selbstverständlich habe ich größten Respekt auch vor dem Deutschen Bundestag. Was ich gesagt habe, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass aufgrund der Situation, das haben mir einige beschrieben, man mit einer Minderheitsregierung beim besten Willen aller Fraktionsmitglieder, aller Fraktionen, überhaupt arbeitsfähig, geschweige denn funktionsfähig sein kann. Wir hier im Hause haben die Regel, um ein Beispiel zu geben, dass wir während der Plenarsitzungen keine Ausschusssitzungen haben, dass wir während der Plenarsitzungen nach Möglichkeit keine Ausschussreisen machen, dass wir während der Plenarsitzungen keine Untersuchungsausschüsse machen, dass wir während der Plenarsitzungen keine Sondersitzungen machen. Im Deutschen Bundestag findet dies permanent ununterbrochen statt, neben allen Besuchergruppen. 700, die Tausende von Vorschriften im Jahr, klug oder unklug, am Ende zu entscheiden. Und ein Parlamentsbetrieb, da habe ich noch nicht davon gesprochen, dass ein Großteil der Regierung ununterbrochen unterwegs ist, meistens in Brüssel oder irgendwo auf der Welt, sich dabei vorzustellen, man könne ernsthafte Fragen im Dauerbetrieb in einen Konsens bringen, da fehlt mir jede Fantasie. Deshalb verstehen Sie es bitte so. Ich habe also den Eindruck, dass es vielleicht ein Missverständnis war. Und im Übrigen, das können wir jetzt auch einmal abräumen, ich habe gelesen, dass Sie mit dem Kollegen Schäfer-Gümbel viel lieber Kaffee trinken. Mit sowas muss man mit sowas im Leben muss man ja leben. Aber ich lade Sie herzlich ein. Vielleicht ist es dann wenigstens so, dass man auf eine Ebene kommt. Und wenn Sie mögen, gibt es auch Tee. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident. Damit sind den Fraktionen jeweils weitere 6 Minuten Redezeit zugewachsen. Als Nächste spricht Frau Kollegin Öztürk, die dadurch jetzt 10 Minuten Redezeit hat. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich gemeldet, weil ich im Rahmen der Rede von Herrn Ministerpräsidenten Bouffier das Gefühl hatte,
als er über die Situation in Hessen ausgeführt hat und versucht hat, auch jetzt zu analysieren, warum wir in der Situation sind, in der wir jetzt im Bund sind. Ich möchte es ganz vorsichtig ausdrücken. Ein wenig nah daran ist, Geschichtsklitterung zu betreiben. Und ich finde, das darf man so nicht stehen lassen. Die Situation in Hessen damals war nicht so, dass das Land in einem Stillstand war oder in einer ganz schwierigen Phase war, sondern es war in einer Phase, wo erstmals das Parlament, die gewählten Abgeordneten, sehr viel Macht, sehr viel Selbstbewusstsein und sehr viel Mitbestimmungsrecht hatten, meine Damen und Herren. Und das ist ja im Grunde eigentlich das, was wir uns in der parlamentarischen Demokratie vorstellen. Wir wollen nicht, dass in der parlamentarischen Demokratie Regierungsfähigkeit mit Steigbügelhaltung verwechselt wird, was manchmal die Regierung macht, meine Damen und Herren. Wir wollen nicht, dass, wenn hier ein Parlament gewählt ist, Entscheidungen trifft, dass eine Regierung kommt, die nur geschäftsführend im Amt ist und sagt, ihr könnt beschließen, was ihr wollt, wir werden die Entscheidungen nicht umsetzen. Und das ist genau das, was Sie damals, Herr Bouffier, als Innenminister gemacht haben und was auch Herr Roland Koch gemacht hat, indem er bei der Abschaffung der Studiengebühren einen kleinen Fehler, was im Datum gab, nämlich die Umsetzung des Gesetzes, nicht darauf aufmerksam gemacht hat, dass deswegen dieses Gesetz bei der ersten Lesung nämlich nicht beschlossen worden ist. Das hätte die Regierung ja mal als Dienstleistung zur Verfügung stellen können. Aber nein, Mehrheit ist Wahrheit und Macht bestimmt über alles, auch über das Parlament. Das ist Ihre Haltung von der CDU, meine Damen und Herren. Auf der Bundesebene. Ich verstehe das nicht, warum man jetzt den Deutschen Bundestag so klein macht. Warum man nicht akzeptieren kann, dass ein Deutscher Bundestag mit gewählten Abgeordneten, mit einem Apparat durchaus auch in der Lage sein muss, eine Minderheitsregierung zu betreiben. Ich verstehe auch nicht den Druck, den jetzt auf die SPD aufgebaut wird, weil, wenn Sie diesen Druck konsequent durchrechnen, dann müsste die SPD eigentlich kommen und sagen, wir möchten ja, von mir aus eine große Koalition gehen ohne Angela Merkel. Und Ihre Kanzlerin sitzt auf dem Schleudersitz. Es ist auch der Herr Seehofer, der auf dem Schleudersitz sitzt. Und dass Sie aufgrund dieser Situation anfangen, das Parlament kleinzureden, die parlamentarische Demokratie kleinzureden, das ist unerträglich, meine Damen und Herren. Und von daher finde ich, warum kann nicht die Stunde des Parlaments einfach wieder schlagen und warum können nicht Abgeordnete in einer Minderheitsregierung Beschlüsse fassen, wie sie sie fassen wollen? Weil in der Konsequenz heißt es ja, die Krise, in der wir heute stecken, die Krise, dass in einem Parlament nicht mehr die Parteien absolute Mehrheiten haben, die hat auch etwas mit der Art und Weise zu tun, wie die CDU in den letzten 12 Jahren regiert hat. Sie waren seit 2005 an der Regierung, an der Macht. Sie haben in diesen ganzen Zeiten jeweils peu à peu Ihren Regierungspartner zerschlissen. Erst war es die SPD in der ersten Phase nicht, aber in der zweiten Phase die FDP, und dann auch noch jetzt wieder die SPD. Wahrscheinlich wird das Gleiche auch den Grünen hier in Hessen blühen, meine Damen und Herren. Und von daher bitte ich darum. Die Stunde des Parlaments ist jetzt geschlagen. Man sollte eine Minderheitsregierung probieren und nicht so tun, als ob Abgeordnete des Bundestages nicht in der Lage wären, eine Regierung auch zu unterstützen. Und was die Geschlechtskriterien Richtung Linke betrifft, die Linken regieren in Thüringen, die Linken regieren in Brandenburg, die Linken haben in Berlin regiert, und die Linken waren auch in der Lage, in Hessen eine rot-grüne Regierung zu unterstützen. Von daher, wenn Sie als CDU nicht mehr in der Lage sind, Mehrheiten zu organisieren, immer wieder ein Parlament zum Steigbügelhaltertum drängen, die Abgeordneten missbrauchen und vor allen Dingen meiner Meinung nach auch eine parlamentarische Demokratie missachten, dann ist das Ihr Problem, meine Damen und Herren von der CDU. Sie können gerne das Feld räumen, es gerne anderen überlassen, aber hören Sie auf, hier so zu tun, als ob Deutschland nicht im Rahmen einer Demokratie sich regieren könnte, im Rahmen der Minderheitsregierung. Von daher, Geschlechtskriterien brauchen Sie nicht zu betreiben, Herr Ministerpräsident Bouffier. Und, ja, das ist das, was ich Ihnen gerne als Appell mitgeben möchte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Öztürk. Als nächstes spricht der Fraktionsvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen, Herr Kollege Wagner. Sie haben 29 Minuten. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bei 29 Minuten werde ich ein bisschen kürzen müssen. Keine Sorge, keine Sorge. Weil es mir bei meiner Rede in dieser Debatte ausgerechnet ausdrücklich nicht um Schuldzuweisungen ging, sondern um eine Beschreibung der Situation, in der unsere Demokratie ist, will ich eine Sache zum Anfang der jetzigen Rede sagen. Es wurde darauf hingewiesen,
BÜNDNIS 90 die GRÜNEN sind 2013 auch nicht in die Bundesregierung eingetreten. Ja, das ist richtig. Inhaltlich würde ich heute sagen, das war ein Fehler. Aber natürlich ist es richtig, dass sich meine Partei 2013 darauf verlassen hat, dass eben nicht eine Situation eintritt, dass die Mehrheit der Parteien nicht regieren will. Und, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wenn Sie so wollen, haben wir uns da darauf verlassen, dass die SPD in die staatspolitische Verantwortung geht, und wir sind nicht in die staatspolitische Verantwortung gegangen. Ich finde, es gehört zu einer fairen Debatte dazu. Deshalb habe ich nicht über Schuld geredet. Ich habe beschrieben, dass wir jetzt eine Situation haben, in der die Mehrheit der Parteien im Deutschen Bundestag nicht in Regierungsverantwortung gehen will. Ich habe das deshalb gesagt, weil ich glaube, dass das kein guter Zustand für unsere Demokratie ist und dass wir uns alle fragen müssen, wie sind wir in diesen Zustand gekommen, was haben wir für ein gesellschaftliches Klima, für eine politische Debattenkultur, dass die Mehrheit der politischen Parteien zu der Überzeugung kommt, es ist besser, nicht zu regieren, nicht in Verantwortung zu gehen, als es zu tun. Das ist der Kern der Debatte, um die es hier aus meiner Sicht heute geht. Es geht nicht um die einzelne Aufrechnung in den Politikfeldern. Dazu werden wir hinreichend Gelegenheit haben in diesem Landtag. So es zu Neuwahlen kommt, werden wir hinreichend Gelegenheit haben, uns darüber auszutauschen, was wir in jedem Detailfeld der Politik und auch in den großen Fragen für richtig und für falsch halten. Heute geht es aber doch um etwas viel Elementareres. Es geht darum, was hält diese Gesellschaft zusammen? Ist es möglich, in einer Gesellschaft, die immer vielfältiger wird, die immer pluraler wird, trotzdem Koalitionen zu schließen? Und unter welchen Bedingungen ist es möglich, diese Koalitionen zu schließen? Oder ist es so, dass wir das nicht hinkriegen? Und was passiert denn, wenn wir es nicht hinkriegen? Welchen politischen Kräften leisten wir denn dadurch Vorschub? Darum geht es doch in der Debatte. Und deshalb hätte ich mir gewünscht, dass manche Rednerin sich dieses kleine tagespolitische Klein-Klein gespart hätte, weil es darum im Moment nicht geht. Hilft es denn weiter in der aktuellen politischen Situation, in der wir sind, wenn wir uns gegenseitig in die Polarisierung immer weiter reinreden? Wenn wir den Eindruck erwecken wollen, es ist keine Kompromissbildung mehr möglich, wenn wir weiter trotz der Situation, die wir in Berlin haben, so tun, als könne man nicht zusammenfinden, hilft es weiter, wenn wir uns gegenseitig mit dem Vorwurf überziehen, wenn man sich auf Kompromisse einlässt, sei man Umfaller? Hilft es weiter, wenn wir politische Debatten so gestalten, indem wir, die wir Politik machen, uns gegenseitig in Aufrechte und in Umfaller einteilen? Oder wäre es nicht an der Zeit, mal wieder über die Inhalte zu reden und nicht nur über solche platten Etiketten? Das ist die Debatte, um die es doch im Moment geht. Und hilft es, und liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, bevor Sie aufschreien, ich meine nur sehr bedingt Sie und auch nicht Sie allein. Sie werden gleich merken, über wen ich rede. Hilft es, wenn wir Politik immer stärker als One-Man- oder als One-Woman-Show organisieren? Hilft es weiter, wenn wir der Gesellschaft den Eindruck erwecken, einer wird es schon richten, dass alles, was wir an Parteistrukturen haben, was wir an innerparteilicher Demokratie haben, was wir an manchmal mühseligen innerparteilichen Debatten haben, das braucht es eigentlich gar nicht, sondern es ist eine Person, die das machen kann. Und ich habe nicht über die FDP gesprochen, primär. Ich habe über ein Phänomen gesprochen, das es in allen Parteien in Deutschland gibt. Aber vor allem habe ich gesprochen über die Entwicklung in Österreich. Soll das die Zukunft unserer Demokratie sein? Dass sich eine Person inszeniert als derjenige, der die Dinge richtet, der so tut, als habe er mit seiner Partei nichts mehr zu tun? Oder ist das nicht im Kern die Entwicklung in einen Zustand, der eben mit demokratischer Willensbildung nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, meine Damen und Herren? Und so sehr ich Emmanuel Macron für seine europäischen Impulse bewundere und sie ausdrücklich richtig finde,
ist das, was wir in Frankreich erlebt haben, dass sich aus dem Nichts eine politische Bewegung ergibt, wo die Kandidatinnen und Kandidaten dieser Bewegung mehr wie in einer Castingshow berufen wurden als in einem innerparteilichen Willensbildungsprozess. Ist das die Vorstellung von der Demokratie, wie wir in unserem Land leben wollen? Ich glaube, das ist hier ausdrücklich nicht. Deshalb sind alle Kräfte gefordert, die diese Entwicklung stoppen und die für die Kompromissfähigkeit und gegen die Polarisierung in unserem Land arbeiten, meine Damen und Herren. Ich glaube, es ist an der Zeit, wieder weniger über Etiketten und stärker über das zu reden, worum es in der Politik geht, um den Wettstreit der besten Ideen. Ja, natürlich, um den Wettstreit der besten Ideen. Aber es geht nicht nur darum, die richtigen Ideen zu postulieren. Es geht nicht nur darum, sich zufrieden zurückzulehnen, dass man das Richtige gesagt hat, sondern man muss eben auch bereit sein, für das, was man als richtig erkannt hat, in die Verantwortung zu gehen und von dem Richtigen, was man für sich für richtig erkannt hat, das dann tatsächlich auch in Regierungsverantwortung Wirklichkeit werden zu lassen. Und ja, man muss die ganzen Widersprüche, die ganzen Probleme, das ganze Mühsal, das Ganze, was man auch nicht erreicht, die ganze Enttäuschung, man muss sie auch aushalten können, wenn man real etwas verändern will. Und Frau Wissler, da bin ich genau bei Ihnen. Genau bei Ihnen. Wer immer nur erzählt, wie die perfekte Welt auszusehen hat angeblich, und alle, die sich auf den Weg machen, die Welt etwas perfekter zu machen, immer nur verächtlich macht, sich immer nur lächerlich macht, alle anderen immer nur für doof erklärt, der muss sich einmal fragen lassen, wie ernst er es mit seinen angeblich hohen Zielen eigentlich meint, Frau Wissler. Die Linke hat ihre Pressemitteilung zu dieser Debatte überschrieben mit Mut zum Politikwechsel statt fauler Kompromisse. Jetzt klatschen Sie zu Ihrer eigenen Pressemitteilung. Okay, Frau Wissler. Ja, ist ja alles okay. Frau Wissler, das ist das Niveau, auf dem Sie die Debatte führen. Wir reden aber gerade echt über etwas anderes. Ja? Wo ist denn der Mut der Linken zum Politikwechsel? Wo ist denn der Mut der Linken, wenn es konkret wird? Wo ist denn der Mut der Linken bei der Bundestagswahl gewesen, zu sagen, das, wofür wir streiten, und ich finde vieles davon ausdrücklich richtig, dafür sind wir auch bereit, in eine Regierung zu gehen. Da sind wir auch bereit, darüber zu verhandeln. Wo war denn Ihr Mut? Wo war denn Ihr Mut, um etwas von Ihrem Programm zu erreichen, auch zu akzeptieren, dass andere Parteien Ihr Programm erreichen, verwirklichen wollen und Sie nicht alles bekommen, was Sie wollen? Wo ist denn der Mut, die Parteitagsreden zu halten? Was ist daran mutig, immer nur die Parteitagsreden zu halten, immer nur die eigenen Leute in den eigenen Gewissheiten zu bewegen, ohne sich gesellschaftlichen Realitäten und tatsächlichen Veränderungen in unserer Gesellschaft zu stellen? Wo ist denn der Mut, Frau Kollegin Wissler? Wo ist denn der Mut, Frau Kollegin Wissler, wenn Sie über Mehrheiten reden? Wo war denn Ihr Mut 2008 und 2013 hier im Hessischen Landtag? Nein, das ist überhaupt kein Witz. Wo war denn Ihr Mut? Wo war denn Ihr Mut 2008? Sie haben 2008 erklärt, Sie sind nicht bereit, in eine Regierung zu gehen. Wo war denn der Mut, Verantwortung zu übernehmen? Die ganze Geschichte ist dann an etwas anderem gescheitert, aber wir halten fest, Sie hatten nicht den Mut, Verantwortung zu nehmen. Wo war denn Ihr Mut 2013? Als wir über Regierungsbildung hier in Hessen verhandelt haben. Ich glaube, da bin ich mir mit den Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie einig. Wo war denn Ihr Mut, Frau Kollegin Wissler, in Verantwortung zu gehen? Immer, wenn wir in diesen Sondierungen gefragt haben,
Ist DIE LINKE bereit, Verantwortung zu übernehmen? Steht sie auch dann noch zu einer Vereinbarung, wenn die Sonne mal nicht scheint, wenn es mal regnet? Ist sie bereit, auch wenn Steuereinnahmen zurückgehen und die Haushaltslage schwierig ist, gemeinsam in die Verantwortung zu gehen? Dann haben Sie immer gesagt, nein, dazu sind wir nicht bereit. Und von solchen Kräften brauchen wir keine, aber auch gar keine Ratschläge, wenn wir uns auf den Weg machen, dieses Land immer ein bisschen gerechter und besser zu machen. Da brauchen wir überhaupt keine Ratschläge, wenn Sie sich so verhalten. Immer nur allen anderen erklären, dass sie doof sind. Das ist genau das Falsche, liebe Kollegin. Das ist genau das Falsche, liebe Kollegin Wissler. Ja, die klassischen politischen Lager haben in unserem Land keine Mehrheit mehr. Das kann man beklagen, das kann man richtig oder falsch finden, aber das ist so. Und was ist die Konsequenz jetzt daraus? Reden wir uns weiter in die Polarisierung? Sagen wir weiter, damit sich niemand bewegen kann, niemand bewegen muss, damit alle in ihren alten Gewissheiten bleiben können, bewegt sich niemand, gehen wir keine Kompromisse an, polarisieren wir diese Gesellschaft weiter, gehen wir in eine Spaltung wie in Amerika, oder ist es nicht an der Zeit, tatsächlich zu schauen, wie man zusammenkommen kann, wie politische Parteien zusammenkommen können, die es sich bis dahin noch nicht vorgestellt haben? Wollen wir der Polarisierung das Wort reden, oder wollen wir dem Zusammenhalt der Gesellschaft das Wort reden? Das ist der Kern der Debatte. Darum geht es, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. Als nächstes hat sich noch einmal gemeldet Frau Abg. Wissler für die Fraktion DIE LINKE. Sie haben noch 19 Minuten. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte mich nicht mehr zu Wort melden. Ich werde die 19 Minuten auch nicht ausschöpfen. Aber ich muss mich ja doch, das kann man ja alles nicht so stehen lassen, was Herr Wagner hier gerade gesagt hat. Also ich muss echt sagen, ich bin stellenweise etwas fassungslos über Ihren Beitrag, weil sich jetzt wirklich größtenteils in Ihrem Redebeitrag ausgerechnet an der LINKEN abzuarbeiten. Also bitte, ich habe irgendwie das Gefühl, Sie wollen hier wirklich übertünchen, was für eine Situation Sie hier haben und irgendwie von Ihren Problemen ablenken. Aber wir, also jetzt uns zum Problem zu machen, ist doch geradezu absurd. Also ich habe nicht mitbekommen, dass die Grünen jetzt einen Wahlkampf gemacht hätten, wo sie gesagt hätten, Rot-Rot-Grün, das ist unser Projekt, wir wollen eine Mitte-Links-Regierung. Ja, das habe ich nicht einmal mitbekommen. Ja, da rede ich über uns. Wir haben im Wahlkampf gesagt, dass es, darf ich? Wir haben im Wahlkampf gesagt, dass wir bereit sind, Regierungsverantwortung zu übernehmen, wenn die Inhalte stimmen. Das haben wir immer und an jeder Stelle gesagt. Die Grünen, dann kam Schulz und sagt, nein, ja, dafür bin ich jetzt aber auch nicht verantwortlich, Frau Dorn. Also, dass Herr Schulz nein sagt, das können Sie jetzt bitte nicht mir vorwerfen. Ich bin nicht die Pressesprecherin der SPD. Das können Sie gerne mit der SPD diskutieren. Aber Herr Wagner hat sich ja in meiner Partei abgearbeitet. So, und mir ist nicht bekannt, dass die Grünen einen Wahlkampf gemacht haben, wo sie gesagt haben, wir würden gerne mit den LINKEN und der SPD und können uns das vorstellen. Also, ich habe mitbekommen, dass sie ziemlich viel in Richtung CDU geblinkt haben und die ganze Zeit von Schwarz-Grün geredet haben. Aber wie gesagt, wir haben es auch nicht ausgeschlossen. Aber mir ist auch nicht bekannt, im letzten Bundestag gab es ja eine rot-rot-grüne Mehrheit. Und auch da ist mir jetzt nicht bekannt, dass es da Angebote seitens SPD und Grünen an die Linke gegeben hätte, dass man sich mal zusammensetzt und die Mehrheit nutzt. An einer Stelle haben wir die Mehrheit genutzt. Das war bei der Ehe für alle. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und da finde ich es auch nicht in Ordnung, Herr Wagner, mir uns vorzuwerfen, wir wollten nichts verändern. Wir wollten nichts verändern. Wenn immer wir die Möglichkeit hatten, parlamentarisch so abzustimmen, dass es Veränderungen bringt, haben wir die genutzt, übrigens auch hier im Hessischen Landtag. Wir haben hier im Hessischen Landtag Anträgen, auch Gesetzentwürfen von Schwarz-Grün zugestimmt, wenn sie Verbesserung für die Menschen im Land bedeutet hat. Weil für uns entscheidend ist, was in einem Antrag drinsteht und nicht, wer ihn einbringt. Und wenn Sie auch so verfahren würden, hätten wir bessere Beschlüsse. Aber wenn man eine Verweigerungshaltung hat, zu sagen, alles, was von der Opposition kommt, lehnen wir ab. Als SPD, FDP und LINKE zusammen hier gefordert haben, dass der Landtag sich was sagen muss zur Freilassung von Dennis Yücel,
Nicht einmal da können Sie über Ihren Schatten springen und dem zustimmen. Sie finden es inhaltlich richtig, aber Sie können es nicht zustimmen. Nein, ich rede davon, dass wenn wir Inhalte einbringen, weil wir etwas verändern wollen, Sie es ablehnen, obwohl Sie inhaltlich zustimmen. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, wo man anderen nicht vorwerfen kann, Sie wollten nichts verändern. Na ja, warum ich jetzt aber überhaupt nicht weiß, warum Sie diese Debatte jetzt führen, ist, wir haben im neuen Deutschen Bundestag keine Mehrheit von SPD, Grünen und Linken. Und deswegen ist mir gar nicht klar, warum Sie sich an uns abarbeiten, weil ich sage, der Schlüssel zur Lösung dieser Situation liegt jetzt nicht bei der Linken. Also es gibt keine rechnerische Möglichkeit. Und was mich wirklich ärgert und einfach auch so nicht stehen bleiben kann, weil es halt einfach die Unwahrheit ist, und das wissen Sie doch. Also der Linken vorzuwerfen, wir hätten uns 2008 verweigert, das entbehrt wirklich jeglicher Grundlage, Herr Wagner. Wir haben doch gemeinsam, nein, das war eine andere Situation damals, das wissen Sie auch ganz genau, dass vorher im Vorfeld Dinge ausgeschlossen waren und man dann versucht hat, einen Weg zu finden, dass man es trotzdem hinkriegt, Roland Koch abzuwählen. Und weil im Vorfeld Dinge kategorisch ausgeschlossen waren, sind wir den Weg gegangen einer Tolerierung. Und Sie und ich waren dabei, als wir stundenlang zusammensaßen. Wir haben eine Tolerierungsvereinbarung verhandelt, Herr Wagner. Die haben wir unseren Mitgliedern zur Urabstimmung vorgelegt. Unsere Mitglieder haben mit ganz großer Mehrheit entschieden, dass wir das wollen. Das ist der objektive Ablauf. Diese Tolerierungsvereinbarung, der haben Sie doch auch zugestimmt. Sie hatten einen Koalitionsvertrag mit SPD und Grüne. Wir haben eine Tolerierungsvereinbarung gemacht. Wir waren einen Tag vor der Wahl der Ministerpräsidentin. Und, Herr Wagner, das ist nicht an uns gescheitert. Und das finde ich wirklich. Nein, Sie haben wörtlich gesagt, die Linke hätte sich 2008 verweigert. Und das halte ich für eine bodenlose Frechheit, weil das einfach nicht stimmt. Es ist einfach nicht wahr. Und jeder, der sich in diesem Land ein bisschen mit Politik auskennt, weiß, dass das so nicht stimmt. Sie wissen, dass es nicht stimmt. Und das kann man in diversen Büchern nachlesen. Also auch was wir damals und dann noch einmal, wir wollen nichts verändern. Wir haben viele Dinge hier im Landtag beschlossen 2008. Wir haben Gesetzentwürfe gemacht. Wir haben eine ganze Menge getan. Ich bin in die Politik gegangen und ich bin politisch aktiv geworden, weil ich was verändern will und nicht, weil ich irgendwie parteipolitische Spielchen machen will. Ich finde, das anderen Leuten abzusprechen, dass sie was verändern wollten, ist, finde ich, klar, kann man machen, müssen Sie dann mit sich klären, aber in dem Fall bleiben Sie bitte einfach bei der Wahrheit. Und im Jahr 2013 war es so, dass wir 20 Stunden sondiert haben. Sie erinnern sich daran. 20 Stunden haben wir sondiert. Und da gab es große Differenzen zwischen SPD und Grünen, und da gab es Differenzen zwischen Grünen, Linken auf der einen Seite, SPD auf der anderen Seite, SPD, Grünen auf der einen, uns auf der anderen Seite. Wir haben 20 Stunden sondiert. Und wir hatten ja danach auch ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis, wir haben festgehalten, was wir gemeinsam haben. Das war, fand ich, eine ganze Menge. Und wir haben Differenzen festgehalten. Und die Differenzen bestanden insbesondere in der Frage, ob es Stellenabbau geben soll, wie man die Schuldenbremse umsetzt. Und wir haben gesagt, wir sind bereit, auf der Grundlage auch mit euch weiter zu verhandeln. Nur das Problem war, dass ihr entschieden habt und die Grünen dann entschieden haben, dass die Differenzen zur Linken offensichtlich weniger stark zu überbrücken sind. Weniger stark zu überbrücken sind. Na, wir haben, also nicht wir sind gerade in einer Koalition mit der CDU, sondern die Grünen. Also von daher ist doch klar, wer hier eine Entscheidung getroffen hat. Wir haben damals gesagt, das sind wir bereit zu machen. Da gab es einen Vorrat an Gemeinsamkeiten und am Ende ist es nicht zum Tragen gekommen. Und deswegen finde ich, bei aller politischen Auseinandersetzung, Herr Wagner, aber so etwas hier zu behaupten, 2008 hätte sich DIE LINKE verweigert und 2013 hätte es an uns gelegen, das ist doch einfach nicht die Wahrheit. Das wissen Sie doch auch. Und ich verstehe, dass das ein harter Vormittag für die GRÜNEN ist. Er hat der Debatte um die Wilhelm-Leuschner-Medaille. Ich verstehe, dass Ihnen nach dem Parteitag, nach Ihrem hessischen Landesparteitag, wo die Basis gegen den Vorstand entschieden hat, Sie haben jetzt einen Bundesparteitag vor der Brust, verstehe ich ja, dass es schwierig ist. Aber das ist kein Grund, sich an der LINKEN abzuarbeiten und uns Dinge zu unterstellen, die einfach überhaupt keine Grundlage haben, weil sie schlicht unwahr sind, Herr Wagner. Vielen Dank. Als Nächster hat sich zu Wort gemeldet Herr Abg. Merz für die Fraktion der Sozialdemokraten. Sie haben 15 Minuten. Bitte schön. Hier stehen aber nur 9. Ah, jetzt sind 15, aber die brauche ich auch nicht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich nach dem Beitrag von Kollegen Wagner
doch noch einmal aufgefordert gefühlt, ein paar Dinge zu sagen. Ich will zwei Sachen aber vorweg sagen. Erstens. Die Sozialdemokratische Partei hat in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland viermal eine große Koalition mitgetragen. Die Sozialdemokratische Partei hat in der Weimarer Republik die letzte demokratische Regierung angeführt. Das war eine Regierung der Großen Koalition. Danach ist in der Weimarer Republik im Wesentlichen mit Notverordnungen und unter Ausschaltung der Parlamente regiert worden. Die Sozialdemokratische Partei hat historisch überhaupt von niemandem Belehrungen darüber anzunehmen, was ihre Verantwortung gegenüber dem Land ist. Ich habe das auch vorweg gesagt, to whom it may concern. Und ich sage das auch gegenüber Vertretern von Medien, die seit Tagen nichts anderes kennen als nur noch als keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche und meinen dann, die SPD solle sozusagen unter allen Bedingungen, unter der Zurückstellung aller Bedenken eine große Koalition eingehen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Es ist jetzt von Österreich mehrmals die Rede gewesen. Ich will einmal sagen, Österreich ist auch ein Beispiel dafür, dass nach einer großen Koalition nicht unbedingt etwas Besseres kommen muss. Österreich ist auch ein Beispiel dafür, dass es keiner großen Koalition bedarf, damit Parteien ununterscheidbar werden. Österreich ist ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn eine christdemokratische Partei sich einer rechtspopulistischen, und damit drücke ich mich jetzt sehr zurückhaltend aus, Partei wie der FDF-PÖ anbietet und sich ihr an die Brust wirft. So viel vorab dazu. Und jetzt, Herr Kollege Wagner, weil Sie hier wieder und wieder das hohe Lied des Kompromisses gesungen haben, leider nur des Kompromisses, den Sie gerade einzugehen, für richtig halten. Ich habe nicht vergessen, und ich werde auch nicht vergessen, dass von der Fraktion Die Grünen in den letzten vier Jahren der Großen Koalition jeder, aber auch jeder Kompromiss, den die Sozialdemokratische Partei in dieser Großen Koalition eingegangen ist, hier denunziert wurde, öffentlich denunziert wurde aus ihren Reihen und von diesem Pult, unter jeweils Aussparung des Anteils, den Ihr CDU-Koalitionspartner und unser Koalitionspartner in Berlin da gerade hatte. Wer dieses vier Jahre lang mit Hingabe und in offenkundig denunziatorischer Absicht betrieben hat, hat keinerlei Berechtigung mehr, hier anderen vorzuhalten, dass sie Kompromisse denunzieren. Dann muss man vor der eigenen Haustür kehren. Und was für uns schmerzhafte Kompromisse waren, und übrigens auch ein paar sehr gute, ziemlich viele gute, wo ich mir manchmal wünschte, meine Partei würde sie mit etwas mehr Werbe vertreten, was wir auch erreicht haben in diesen vier Jahren in der Großen Koalition, aber dann den Schmerzensmann machen, wenn man hier einmal einen Kompromiss eingehen muss, und sich dann hinzustellen als der Vertreter des Gemeinwohls, der unter Zurückstellung der eigenen Interessen, der eigenen Parteiinteressen, das ist unglaubwürdig. Und es gibt ein anderes Wort dafür, für das bin ich aber schon einmal gerügt worden, das will ich hier nicht wiederholen. Meine Damen und Herren, mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.